Endlich, möchte man sagen. Der Rücktritt Horst Seehofers wäre eine Befreiung für Deutschland. Ich sage das ohne Schadenfreude. Er hat große Verdienste als Minister und Landesvater, hat seine Gesundheit für unser Land geopfert. Er hätte einen besseren Abgang verdient, aber jetzt war es Zeit. Die CSU musste akzeptieren, dass die Kanzlerin beim EU-Gipfel mehr rausgehandelt hat, als alle erwartet haben. That would be another example of, as you say, fake news. Sie musste erkennen, dass es nicht gerade schlau ist, sich nach der Einigung in Brüssel mit Österreich, Italien und allen anderen EU-Ländern anzulegen und sie mit einem nationalen Alleingang zu brüskieren. Ich fordere alle auf, die diesen irrsinnigen Weg für richtig halten, in konsequenter Haltung ab sofort alle ihre Wohnungstüren offen zu lassen und alle Haustüren offen zu lassen. Alles andere würde doch dem Lande schaden, nach Merkels Ansicht. Ich fühle mich derzeit immer wieder an die letzten Monate der DDR erinnert. Ich will die SED-Diktatur keineswegs bagatellisieren. Doch Vergleiche drängen sich einfach auf. Wieder verkommt ein Land, weil seine Führung verbohrt einer zerstörerischen Ideologie folgt. Wie damals besteht das Regime aus einer kleinen Gruppe von Parteifunktionären, einer Art Politbüro, und wieder steht ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Blockparteifunktionären, Journalisten, TV-Moderatoren, Kirchenfunktionären, Künstlern, Lehrern, Professoren, Kabarettisten und anderen Engagierten hinter der Staatsführung und bekämpft die Opposition. Was ist nur mit diesen neuen Deutschen los? Keine Ahnung. Früher kämpften die wie die Teufel. Wacht auf, Deutschland. Das kann ich nur sagen.